Ja, also alle Menschen, was im Staatenbund Österreich eingeschrieben sind, die werden von uns lebend gemeldet. Und das muss man ein bisschen erklären, weil ja alle Menschen in der Republik Österreich für tot erklärt wurden. Das heißt, sie werden als juristische Personen geführt, nicht als lebende Menschen. Der lebende Mensch wäre an und für sich die natürliche Person, aber nur dann, wenn es staatliche Stellen garantieren würden. Wir haben aber in der Republik Österreich keine staatlichen Stellen und deswegen wird zwischen natürlicher Person, also den Menschen, und der juristischen Person, der Handelsware, der Sache, kein Unterschied gemacht. Und sozusagen Firmen verwalten quasi nur Handelswaren und Sachen und der Firma kann keine Menschen verwalten. Und deswegen hat man mit der Geburtsurkunde des Menschen eine juristische Person kreiert mit seinem Namen. Sozusagen diese Treuhandgesellschaft, also dieses Blatt Papier, damit man quasi den Menschen verwalten kann, wenn er diesen Namen benutzt. Wenn der Mensch nämlich diesen Namen benutzt, agiert er als Treuhänder. Die Republik Österreich gehört ja, wie gesagt, den Banken, also den 8 Banken. Und diese Banken, wollten nicht nur die Treuhänder sein, dieses Treuhandvermögens. Sie wollten auch die Begünstigten sein. Und dann haben sie das Ganze umgedreht. Und sobald der Mensch den Namen dieser Treuhandgesellschaft benutzt, agiert er immer als Treuhänder, obwohl die Republik Österreich der Treuhänder unseres Treuhandvermögens ist. Jeder lebende Mensch bekommt nämlich bei seiner Lebendgeburt ein Treuhandvermögen geschenkt. Das heißt, für jeden Menschen ist alles schon im Vorhinein bezahlt. Für jeden Menschen liegen auf diesen Treuhandkonten mindestens 10 Milliarden Dollar. Das heißt, es ist sogar ein bisschen mehr. Und diese Herrschaften haben nie gesagt, dass der Name, der in der Geburtsurkunde drinnen steht, nicht uns gehört, sondern den sogenannten Staat. Und nicht den Menschen. Und sobald der Mensch glaubt, dass diese Geburtsurkunde, dieser Name, was da drinnen steht, ihm gehört, und er diesen Namen benutzt, muss er alle sämtliche Rechnungen für den Menschen bezahlen. An und für sich müsste die Republik Österreich all diese Rechnungen für die Menschen bezahlen. Also sie haben alles umgedreht. Und sie haben quasi aus den Menschen Personal gemacht. Deswegen steht ja, gibt es einen Personalausweis. Deswegen gibt es auch Reisepässe, wo ein B drinnen steht für Personal. Personal sind Sklaven und Leibeigene. Unter Missbrauch des bürgerlichen Todes. Und da muss man zurückgehen ins Mittelalter. Da gibt es eine päpstliche Bulle, die nennt sie Unam Sanctam Catholicam vom Jahre 1540. Und den Gesto Quevi Act von 1540 und 1666. Das waren damals Gesetze aus einer Notlage heraus, weil es hat sehr viele Seekriege gegeben und es waren dann ganze Liegenschaften ohne Eigentümer. Und dann hat man dieses Notstandsgesetz gemacht. Jeder, der sich nicht innerhalb von 7 Jahren lebend meldet, wird einfach für tot erklärt. Aber wie es halt immer so ist in der Geschichte, aus einem Notstand wurde dann quasi Missbrauch. Und das wird heute immer noch gemacht. Jeder, der sich nach Ausstellung der Geburtsurkunde nicht innerhalb von 7 Jahren lebend meldet, wird einfach für tot erklärt. Sozusagen auf See verschollen. Man nimmt an, er ist nicht da. Capitis de minutio maxima, den bürgerlichen Tod erlitten. Und somit maßt sich die Republik Österreich an, nicht nur der Treuhänder unseres Treuhandvermögens zu sein, sondern auch der Begünstigte. Und wir sind sozusagen ihr Personal, ihre Sklaven und Leibeigenen, die dann noch quasi noch abzockt werden. Okay. Und deswegen ist diese Lebendmeldung so wichtig, dieser Schlüssel, weil dann sind wir wieder da. Und dann haben die Menschen auch wieder Anspruch auf das Treuhandvermögen, obwohl ihnen das nach wie vor vorenthalten wird. Und da gibt es aber eine UN-Resolution, okay, wo eben vermerkt ist, der Selbstverwalter. Und ich glaube, das ist ihnen auch nicht bewusst, dass sobald sich ein Mensch zu erkennen gibt, er nicht mehr als Person zu betrachten ist. Und das steht auch in den Genfer Abkommen. Und die Genfer Abkommen und die Haager Landkriegsordnung sind nach wie vor für die Republik Österreich gültig. Und sobald sie da drüber gehen, machen sie schon wieder ein Menschenrechts- und ein Völkerrechtsverbrechen.
Und dann lachen sie noch drüber, wenn man den Richter sagt, sie dürfen gar keine Zwangsversteigerungen in Österreich durchführen, aufgrund der Haager Landkriegsordnung, der Schäfgesetze, der Smart-Befehle und Kontrollratsgesetze. Und dann laut ihrer Exekutionsordnung, wo man wieder unterscheiden muss zwischen Ordnung und Gesetz, nicht? Weil ich kann auch bald einmal was anordnen, aber es hat keine Rechtsgültigkeit, glauben sie, haben sie ein Recht, Zwangsversteigerung durchzuführen. Okay? Und wenn der schon sagt, ja, ich bin ein lebender Mensch, und das geht immer noch drüber und behandelt ihn als Strohmann, als juristische Person, als Handelsware, als Sache, ja, dann macht sie ein massives Menschenrechts- und Völkerrechtsverbrechen, die Richterin. Und es muss ihnen bewusst sein, dass der Mensch keine Sache ist. Der Mensch ist ein Lebewesen aus Fleisch und Blut. Und er steht dem Staat auf gleicher Augenhöhe gegenüber. Und der Staat ist nur die Einrichtung, um den Menschen zu dienen. Hat für Kleidung, für Nahrung, für Wohnung, für den Lebensunterhalt des Menschen aufzukommen. Deswegen hat der Mensch quasi einen Staat gegründet. Also, läuft alles ein bisschen falsch. Und bei Gericht, wenn man dann hinkommt, bei Gericht, dann ruft der Richter auf in der Rechtssache. Also, es geht nie um den Menschen, es geht immer um die Sache. Also, um diese Treuhandverwaltung. Und grundsätzlich, wenn man eine Vorladung hat zu Gericht, würde ich freiwillig dort nie hingehen, gell? Sondern ich würde einfach die Geburtsurkunde, die juristische Person mit einem Boten zu Gericht bringen lassen. Weil er will ja nur die juristische Person haben. Und das bin ich als Mensch nicht. Ich habe eine Person, aber das bin ich nicht. Und sie kann mir ja nur dienen, weil als Begünstigter dieses Treuhandvermögens, und wenn ich das als Baby geschenkt bekomme, dann darf ja das Geschenk niemals über den Beschenkten stehen. Also bin ich der Begünstigte und nicht der Treuhänder. Und sonst, wenn sie nicht fähig sind dazu, den Unterschied zu erkennen, dann sollen sie einfach das Treuhandvermögen aushändigen und dann verwalten wir selbst, wenn sie nicht fähig sind, diese Gelder für uns Menschen zu verwalten. Weil sie sind ja diejenigen, die sich ja nur daran bereichern. Und es geht nur darum, dass die Banken, sobald du ein Konto eröffnest, sobald du mit ihnen Geschäftsbeziehungen eingehst, aber nicht nur die Banken, auch die Versicherungen, sie sich an unseren Treuhandvermögen bereichern. Deswegen können die Banken überall ihre großen Tempeln aufstellen, weil sie ja mit unserem Geld arbeiten. Und das muss den Menschen endlich bewusst werden. Sie schaffen Geld aus dem Nichts. Und wenn du einen Kreditantrag unterschreibst, ermächtigst du die Bank, dass die Bank dir die Gelder von deinem Treuhandkonto dir auf das Konto bucht. Die Bank macht die Rückversicherung, bekommt in einem Jahr nochmal die gleiche Summe vom Treuhandkonto und dann lassen sie das ganze 25 Jahre plus Zinsen zurückbezahlen. Und wenn du es nicht zahlen kannst, dann maßen sie sich an, das Recht zu haben, dir auch noch das Haus wegzunehmen. Okay? In Wirklichkeit hast du dir all diese Gelder selber bezahlt. Ob du Pension kriegst, ob du Familienbeihilfe bekommst, eine Mindestsicherung, egal welche Gelder oder Sozialleistungen ihr bekommt von der Republik Österreich, all diese Gelder werden euch von eurem eigenen Treuhandvermögen bezahlt. Wir kriegen keine Almosen. Und diese Herrschaften sind dann mit ihren Unternehmen oder zwischengeschaltet und maßen sich noch das an, das Recht zu haben, uns zu sagen, wie viel wir bekommen dürfen. Und wenn man braver Sklave ist, dann kriegt man ein bisschen mehr. Ist man ein schlimmer Sklave, kriegt man weniger. Ist man ganz schlimmer, kriegt man gar nichts mehr. Okay? Weil ein bisschen Strafe muss dann auch noch sein, weil man muss die Menschen dann auch noch strafen, wenn sie halt nicht so fleißig arbeiten. Also es ist wirklich nur ein Kasperltheater.